Hallo liebe Lego-Freunde, ich bin Holger, der Austrian Brick Fan aus dem schönen Kärnten in Österreich und heute das Modular für 2024. Set Nummer 10326, das Naturhistorische Museum. 4014 Teile, 299,99 € und verbindliche Preisempfehlung. Seit Anfang dieser Woche, also Anfang November, offiziell vorgestellt und auch schon vorbestellbar. Auslieferung bzw. normale Verfügbarkeit des Sets ist der 1. Dezember 2023. Das ist einen Monat früher, als das normal üblich war. Seit dem Pariser Restaurant, das war Set Nummer 10243, war immer Release-Datum der 1. Januar. Davor war es, glaube ich, sogar März oder April, ich weiß jetzt gar nicht, auf jeden Fall nicht Anfang des Jahres. Jetzt halt eben erstmalig schon seit Anfang November vorbestellbar, 1. Dezember offizieller Marktstart. Und das Set, unschweigerlich zu erkennen, ist kein normales Modular, es ist breiter. Wir haben 48 Noppen in der Breite. Das ist erst das zweite Modular, das eine solche Breite hat, neben dem Stadtleben. Das Stadtleben kam vor... Entschuldigung. vor mittlerweile 9 Jahren raus und war das 10-jährige Jubiläumsset. Jetzt sammeln wir aber nicht das 20-jährige Jubiläum, das wäre erst nächstes Jahr, sondern das ist das 19. Modular. Warum hat Lego das jetzt quasi, ja, wenn wir so wollen, vielleicht ein Jahr vorgezogen, ein größeres Modular zu machen? Die Frage haben wir dem Designer gestellt. Wir, das waren ich, also meine Wenigkeit, und der Dave von Brick Nerd, wir hatten zusammen die Ehre, in Billund bei den Fan Media Days den Designer zu interviewen. Und das war natürlich einer unserer ersten Fragen. Warum dieses, in Anführungszeichen, besondere Modular dieses Jahr und nicht nächstes Jahr? Die Antwort war, weil es ihrer Meinung nach besser in die vorherigen Modulars gepasst hat, von der Optik her. Das können wir uns auch gleich mal direkt anschauen. Auf der Box ist das auf der Rückseite abgebildet. Da sehen wir das. Ich meine, das Bild habt ihr vielleicht schon an anderen Stellen gesehen. Und ja, es fügt sich meiner Meinung nach tatsächlich ziemlich gut zwischen dem Jazz Club und dem Boutique Hotel ein. Das war einer der Gründe. Vielleicht spielen auch noch andere Verfügbarkeiten von Teilen oder sonst was eine Rolle. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war Isenevo relativ schnell klar, welches Farbschema sie haben wollten. Das ist dieses Olivgrün. Was, finde ich, eigentlich ziemlich gut passt. Der ein oder andere wird vielleicht anderer Meinung sein. Das ist ja vollkommen normal. Jeder hat einen anderen Geschmack, auch was Gebäudefarben angeht. Auf jeden Fall haben wir ein zweistöckiges Naturkundemuseum. Allerdings sind die beiden Stockwerke doch höher, als das bei normalen, Anführungszeichen, Wohnhäusern der Fall wäre. Das passt also, finde ich, ziemlich gut zu einem Museum. Weil die haben ja meistens auch weit höhere Deckenhöhen, als man das hier, weiß ich nicht, wie bei uns hier in der Wohnung hat oder so. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns doch einfach mal diese einzelnen Stockwerke an. Dafür nehme ich mal das obere runter. Es ist ja, wie der Name schon sagt, modular. Und wir können es abnehmen. Und ich werde mir hier meine Endoskopkamera, die mir vorher schon runtergeflogen ist, aufheben. Und die mal aktivieren. Es sind 7 Minifiguren dabei. Die beiden Statuen links und rechts vor der Eingangstüre nicht mitgezählt. Davon haben wir hier 3, 4, 5, die stehen jetzt hier vorne. Professor, Kind, ich denke Vater von Kind. Dann eine Fotografin, die eine Beinprothese hat. Dieses Teil ist ja jetzt, gibt es noch nicht so lange von Lego. Eingangstüre, wir gehen rein. Der Empfangsbereich mit Hintergrund. Wir können auch das hier, diese Wand, rausnehmen. Dahinter ist nämlich die Kundentoilette und irgendwie so ein kleines Labor oder was auch immer das darstellen soll. Was jeweils durch Türen einmal hier und einmal hier erreichbar ist. Und da hinten ist noch die hintere Eingangstür. Und dann haben wir natürlich diverse Ausstellungsplätze, so wie auf dieser Seite hier. Das ist übrigens die Reinigungskraft, die da Dreck auf der einen Seite rum, die ist mir vorher umgefallen. Da seht ihr, da ist ein bisschen Dreck auf dem Boden, das kehrt er gerade zusammen.
Und ihr seht da die ersten Exponate ausgestellt an der Wand und auf Tischen oder ja, wie man das immer bezeichnen soll. Und hier auf der Seite haben wir ein Dinosaurier-Skelett, welches wir rausnehmen können. Und da an der Wand haben wir noch einen Dinosaurier-Schädel. Und das Ding hat mich dann doch irgendwie an Indiana Jones erinnert. Dann haben wir da noch eine kleine runde Vitrine und da zwei Dinosaurier-Eier. Und der Dinosaurier, der hier drin steht, dieses Skelett, das ragt in den ersten Stock hoch. Jetzt habe ich den Kopf ein bisschen sehr kurios abgeknickt. Das müssen wir da oben wieder befestigen. So. Naja, na, machen wir gleich. Und hier hinten haben wir noch einen Hund mit einem Mülleimer und er will natürlich den Knochen haben. Der ist mittlerweile schon durchs Bild hin und her bewegen, von dem Gebäude rausgeflogen. So, ja, damit haben wir eigentlich die untere Etage des Gebäudes abgehakelt. Und schauen wir uns dann das zweite Stockwerk an. Ich muss hier mal ein bisschen Platz machen, Tasse hin und her schieben. So, nehmen wir das Dach runter. Da kommt die Stiege von unten hoch. Und die Stiege ist mit diesen Dachsteinen gebaut, also was man ganz oben auf der Firstleiste nochmal hernimmt. Passt, glaube ich, ziemlich gut. Hier haben wir dann, das soll die Amerika-Karte darstellen mit einer Rakete, die drüber fliegt. Rakete stehen wir da, sehen wir da stehen. Und hier haben wir dann noch einen Anker an der Wand. Und hier drei Hommagen an alte Set-Reihen von Lego. Piraten, Ritter und Forestman. Mit jeweils doch drei Sets, die wir alle, glaube ich, ziemlich gut kennen. Zumindest wenn wir älteren Semesters sind. Und hier haben wir das kleinste Planetensystem, was bis dato von Lego in irgendeinem Set implementiert worden ist, außer vielleicht irgendwie Sticker oder sowas. Und da haben wir noch eine kleine Space-Landschaft. Weil, ihr habt es schon mitgekriegt hier, wir haben also zwei Teile. Unten ist eine Natur mit Dinosauriern und so. Und im oberen Teil ist Weltraum bzw. Raumfahrt. Und das zeigt auch hier draußen diese zwei Plakate, Explore the Future und Go Back in Time. Das sind diese zwei Themenbereiche, die im Museum drin sind. Und dann haben wir noch das Dachelement. Das hier vorne ist dran geklipst. Das können wir so wegnehmen. Sehen wir dahinter die Konstruktion mit ein paar Technikelementen, um den Winkel hinzukriegen. Schieben wir es wieder dran. Dann hier oben diese Decken, die halt eben zum Durchschauen sind. Moment, ich schiebe das mal rüber. Und hier haben wir noch ein kleines Büro, das können wir hier wegnehmen und dann können wir da reinschauen. Ganz niedlich, viele Details drin. Und hier haben wir noch einen Sterngucker. Und hier ist natürlich die Dachluke, mit der wir dann von der Treppe, kann man da aufs Dach rausgehen. Ja, das sind also mal so die Details. Ich baue das jetzt mal wieder kurz hier zusammen. Das schon wieder auseinander hier. So. Und da drauf. Den Fensterputzer hier, das war zum Beispiel auch eine Frage, die ich dem Designer gestellt habe, warum ist das hier aus dieser fixen Konstruktion, warum sind da nicht diese Schnüre verwendet worden? Ihr wisst schon, es gibt diese Schnüre mit auf beiden Enden einer Noppe dran. Das hätte das Ganze vielleicht etwas realistischer gemacht. Das ist aber eine gut getroffene Entscheidung von Seelen gewesen, weil sie wollten einfach, dass das weiter von der Hausfassade wegsteht. Und das wäre mit den Schnüren zwar auch möglich gewesen, hätte allerdings nicht so toll ausgeschaut. Dementsprechend hat man sich für diese Variante hier entschieden. Im Vordergrund können wir noch mal schauen, wir haben diesen Baum, der Blüten verliert. Die Blüten fliegen auf dem Gehsteig rum. Wir haben eine Bank zum Sitzen, wir haben einen Briefkasten, wir haben vor den Fenstern Blumen, die zwei am Anfang schon angesprochenen Statuen. Also es sind doch relativ viele Details da vorne. Und alles in allem schaut das Ding doch ganz ordentlich aus, finde ich jetzt persönlich. So, schauen wir uns noch ganz kurz die Anleitung an. Dafür müssen wir hier umstellen. Die habe ich hier am Boden liegen. Da ist sie. Das Set kommt in 33 nummerierten Tütengruppen. Bei 4000 Teile sind das also irgendwas zwischen 100 und 130 Teile pro Tüte. So gefühlt waren ein paar Tüten, die hatten weniger als 100 Teile. Einige, die hatten dann doch deutlich mehr.
Hier sehen wir die ganze Teileliste, wie üblich. Und nach 384 Seiten ist die ganze Sache zusammengebaut. Aufgrund der doch recht wenigen Teile pro Tüte dürfte das auch für Anfänger kein Problem sein. Wer größere Herausforderungen sucht und unbedingt Teile suchen will, der kann ja einfach mehrere Tüten auf einen Haufen schütten. Da ist übrigens der Designer, Chris McFay. Ein richtig netter Mann, also wir haben richtig viel Spaß gehabt in dem Interview mit ihm. Er war total nett und hat richtig Laune gemacht, mit ihm zu quatschen. Ja, ich denke, soweit, so gut. Viel mehr gibt es da von meiner Seite jetzt zu diesem Set nicht zu sagen. Jetzt interessiert mich natürlich noch eure Meinung dazu. Schreibt sie in die Kommentare. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Holger. Ciao.